Du, was mir da passiert ist, ja, ich habe ja jetzt meine Steuererklärung fürs letzte Jahr gemacht und da hatte ich Handwerkerrechnungen eingereicht. Ja, und der Handwerker, der war da, der hat sauber gearbeitet, dem habe ich sogar ein Trinkgeld gegeben und habe die Rechnung bar bezahlt. Das war nett Und von jetzt dir. schreibt mir das Finanzamt, sie können diese Rechnung nicht anerkennen, weil es nicht überwiesen wurde. Ja, da könnte ich mich ja aufregen. Oh, vielleicht ist das auch schon so ein Puzzleteil für die Bargeldabschaffung. Ein Vorläufer, der darauf hindeutet, dass eben, wie gesagt, das Bargeld abgeschafft werden soll. Bargeldabschaffung, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Wie kommst du denn da drauf? Wenn ich mich umschaue, die ganze Sache beobachte, dass der 500-Euro-Schein ist weg. Sie wollen jetzt, glaube ich, noch weiter runtergehen bis 200 Euro, denn die Automaten werden langsam abgeschafft. Du hast verschiedene Gesetze, die in Kraft kommen, zum Beispiel, dass du keine Immobilie mehr bar bezahlen darfst. Es gibt eine EU-Obergrenze an Bargeld, die du ausgeben darfst, wenn du ein Auto kaufst zum Beispiel. Ne? Kannst du auch nicht ein Auto für 50.000 Euro mal eben so hinblättern, das geht auch nicht mehr. Und dann die Handwerkerrechnungen, die musst du überweisen. Wenn du sie Cash bezahlst, kannst du sie nicht mehr beim Finanzamt absetzen. Und solche Sachen alle. Ja, von ein oder zwei Sachen hatte ich ja schon gehört, aber alles, was du da gerade gesagt hast, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Das ist ja seltsam. Das wird langsam Zeit, dass du aufwachst. Guck doch mal hin mit diesem CBDC in dem digitalen Zentralbankwährung, was da alles passiert. Mach dich mal schlau. Ja gut, dann. Das wird Zeit. Ja gut, werde ich mal vielleicht machen. Vielleicht werde ich auch weiter schlafen. Besser nicht.